Dann, 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 dann. Haha. Klassenkampf. Zu eins, zu einem weiteren Klassenkampfsport. Ich begrüße heute dafür Mike. Mike ist organisiert in der DKP und er war am Wochenende Ordner bei der LLL, also Liebknecht Luxemburg-Lenin-Demo. Und dazu wollen wir hier in dem Klassenkampfsport zwei Fragen letztendlich beantworten, beziehungsweise Mike wird es für euch tun. Und damit ihr mal vielleicht einen Einblick bekommt, zum einen, was ist diese Demonstration, und zum anderen, da gab es ja auch einen gewissen Bericht über eine Auseinandersetzung mit der Polizei, und da kann Mike als Ordner auch was zu sagen. Aber erstmal, Mike, erstmal schön, dass du da bist. Tag. Ja, hallo Mike. Und würde dich aber erstmal fragen, vielleicht für diejenigen, die diese Demonstration nicht kennen, was ich jetzt nicht unmittelbar glaube, weil wir auch durchaus die Konferenz von der jungen Welt den Tag davor beworben haben, aber wer das erste Mal jetzt davon gehört hat, was ist denn die LLL, die Liebknecht-Luxemburg-Lenin-Demo? Ja, das hat eine lange Geschichte, ne? Ich stehe ja auf so historische Rückblenden. Ja, die LLL-Demo findet also seit 1919 statt. Und zwar schon seit dem Jahr, an dem Karl und Rosa, also Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, dort ermordet wurden. Das hat übrigens eine enorme Signifikanz für das, was dann passiert ist. Ja, weil bis zu diesem Zeitpunkt der Ermordung gab es tatsächlich in Deutschland eine provisorische Regierung. Die setzte sich zusammen aus drei Mitgliedern der USPD und drei Mitgliedern der SPD. Ja, und durch die Beseitigung der Anführer des damals noch der Spartakusbundes, Karl und Rosa, bekamen also die reaktionären Kräfte in der SPD dann entsprechend Oberwasser und haben dann unter Einsatz der reaktionären Kräfte, also der alten Armee und so weiter, quasi diese Weimarer Republik erfunden. Ne? Ja. So, mit Karl und Rosa hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Dann hätte sich vielleicht die andere Seite der Revolution durchsetzen können. Aber gut, da sei es dahingestellt. Also ab 1919 gibt es tatsächlich diese Demonstration. Ja, die findet jedes Jahr statt. Und zwar am zweiten Wochenende im Januar, dem Sonntag, im Gedenken an Luxemburg und Liebknecht. Ja. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, die Demo geht immer vom ehemaligen, also jetzt vom Frankfurter Tor, die Frankfurter Allee herunter, bis hin dann zum Friedhof der Sozialisten, wo Luxemburg und Liebknecht beigesetzt wurden 1919. Es gab auch mal ein Denkmal dort, das wurde dann aber 1933 natürlich von den Faschisten dann beseitigt. Dann gab es zwischen 1933 und 1945 natürlich auch diese Demonstration nicht mehr. Das lebte dann wieder auf, natürlich, 1946 und dann auch die gesamte DDR hindurch wurde jedes Jahr an diesem Wochenende halt diese Demo durchgeführt, beziehungsweise jeden Sonntag. Ne? Nach der Konterrevolution änderte sich das dann. Es gab keine große Demo mehr am Anfang, sondern es gab dann nur noch ein stilles Gedenken. Das war wahrscheinlich den Bürgerlichen auch am liebsten, wenn wir uns still gedenken und uns zurückziehen und unsere Wunden lecken. Aber ja, so war es dann halt. Bis dann 1996 sich ein Bündnis formte, das sogenannte LLL-Bündnis, das dann diese Tradition wieder aufleben lassen hat. Ja, dieses Bündnis ist ein recht breites linkes Bündnis, das besteht aus sehr vielen revolutionären linken Gruppen in ganz Deutschland. Darunter sind natürlich die DKP, aber auch Gruppen wie die MLPD, die ist immer auch sehr stark vertreten. Ja. Es gibt trotzkistische Gruppen. Es gibt Jugendgruppen, es gibt die türkische
kommunistische Partei, die ist auch jedes Mal sehr stark vertreten, die Griechen, die griechische kommunistische Partei. Ja, also es ist ein riesiges Bündnis, das sich dort jedes Jahr an diesem Tag trifft und diese Demo durchführt. So. Sie wird auch jedes Jahr recht groß. Ich glaube, dieses Jahr waren wir bei etwa 15.000, irgendwie 15.000, 20.000 Teilnehmern. Also das ist schon immer so auch der Jahresauftakt für die gesamte linke Bewegung in Deutschland. Ne? So an dem Wochenende findet ja dann auch immer die Rosa-Luxemburg-Konferenz statt, übrigens auch seit 1996. Ja, also zugleich mit dem Aufleben, Wiederaufleben dieser Tradition hat dann die junge Welt auch diese Rosa-Luxemburg-Konferenz am selben Wochenende, immer am Samstag davor, dann begonnen. Und somit wird das Ganze jetzt inzwischen auch so als LLL-Wochenende betrachtet. Ja, eine kleine Anekdote habe ich noch. Schieß los, ja. Ich auch noch, ich ist ja nicht weil, so, komme ja aus Berlin, ich gehe da eigentlich auch immer hin. Also insofern. Alle wundern sich, woher das dritte L kommt, ne? Das kommt ja von Lenin. Ja, woher kommt das? Das kommt daher, weil die Demo nämlich am Anfang am Leninplatz startete, also nicht 1919, sondern glaube ich 1996. Die ersten Demos starteten dann wieder am Leninplatz. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Nee, der ist jetzt ganz anders und überhaupt nicht leninistisch. Ja. Nee, der heißt irgendwie anders jetzt. Aber der ist ja, jetzt Platz der Vereinten Nationen, ja. Ja, genau so heißt er, richtig. Mhm. Und ja, aber da ging die Demo damals los, 96, am Leninplatz. Und deswegen halt eben die LLL-Demo. Ja. Natürlich hat Lenin noch eine riesige Relevanz, ganz klar, in der Bewegung. Und ja, so das so zusammenfassend als geschichtlicher Überblick. Ne? Also das ist schon nicht irgendwie eine linke Demo, die mal eben so auf dem Sonntag mal stattfindet, sondern das hat schon ein ziemlich großes Gewicht, diese Demo. Hm. Ja. Kann man auch eigentlich jedem, der da tatsächlich in Berlin jetzt mal ist und jetzt nicht nur zur Demo vielleicht kommen mag, auch allgemein kann man gerne mal diesen Friedhof der Sozialisten sich anschauen. Da sind jetzt nicht nur Liebknecht und Luxemburg, sondern auch viele andere kommunistische Genossen begraben. Und das ist auch ganz interessant. Also das erste Denkmal praktisch für die Genossen, das ist dann auch nochmal an einer anderen Stelle auf dem Friedhof, so ein bisschen hinten Richtung, also Richtung Norden praktisch, ist dann nochmal so eine Gedenkstätte zu den Grabstätten, die dann zerstört waren mal. Also ja. Der Friedhof ist an sich, das will ich da nochmal durchaus anraten, auch wer sich historisch da auch interessiert, da sind auch Gedenktafeln und Ähnliches, klar, jetzt ideologisch dann entsprechend unserer Zeit nochmal sicherlich angepasst, aber zumindest so was die historischen Fakten betrifft, kann man da durchaus das eine oder andere Interessante tatsächlich mitnehmen. Und da ist dieser Friedhof wirklich ist nicht nur ein Friedhof. Ja? Also ist schon auch ein Friedhof, auch für Leute, die keine Kommunisten waren. Ja. Aber die Abteilungen, muss man sagen, die historisch für uns interessant sind, die sollte man auf jeden Fall, wenn man mal die Gelegenheit hat, in Lichtenberg zu sein, sich da angucken. Ja. Ja. Okay, gut. Dann aber warst du jetzt Ordner am letzten Sonntag praktisch und hast dort etwas persönlich praktisch wahrgenommen, weil du Ordner warst, was da passiert ist, was auch in die bürgerliche Presse, das sogar bis in die Tagesschau tatsächlich an dem Tag geschafft hatte. Ich hatte mir die dann in der Mediathek an dem Tag noch angeguckt. Im RBB kommt sowas natürlich schon, also Rundfunk Berlin-Brandenburg, aber das hat sogar in die Tagesschau an dem Tag geschafft gehabt, dass es da eine Auseinandersetzung mit der Polizei gab. Auf Twitter oder X gab es auch ein paar ganz unschöne Videos dazu. Was hast du denn da jetzt praktisch als Augenzeuge wahrgenommen? Ja, erstmal zu meiner Rolle dort. Also wir, also einige Genossen von der DKP wurden dort als Ordner für den Palästina-Block eingeteilt. Das hat man absichtlich so gemacht, weil man sich wahrscheinlich vorstellt, dass so ältere gesetzte Männer dort weniger erhitzt werden. Ja, deswegen setzt man uns gerne an diese neuralgischen Punkte der Demo. Ja. So, das heißt, wir haben dann den Aufzug dort begleitet am Palästina-Block, da wo es nachher auch geknallt hat. Ja, und ich stand dann tatsächlich mittendrin. Ja, und habe es dann alles beobachtet. Was ist da jetzt genau passiert? Also der
Demonstrationszug marschierte los, ganz normal. Wir waren etwa eine Stunde unterwegs. Es waren wohl noch so, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ecke heißt, aber es waren vielleicht noch 300, 400 Meter bis zu dem U-Bahnhof, ja, wo man dann links abbiegt in Richtung Friedhof. Ja. Ja, also das heißt, da müssen ja auch die Lautsprecherwagen dann abgestellt werden, weil man darf dann ja nicht reinfahren. Ne? Und also es war nicht mehr wirklich viel. Ne? So, die Demo war eigentlich eine sehr laute Demo, gute Demo. Es war allerdings von der Stimmung her sehr entspannt. Ja. Ja. Wir haben auch Fotos gemacht mit den Demonstrationsteilnehmern und so weiter. Also es war schon alles sehr, sehr entspannt. Und die Polizeibeamten haben sich auch eigentlich zurückgehalten. Und, niemand hätte jetzt gedacht, dass dort irgendetwas passieren würde. Ja. Und plötzlich liefen drei oder vier von den Polizeibeamten in die Demo und griffen dort den Sprecher des palästinensischen Blocks, also der mit dem Mikrofon dann in der Hand, griffen den heraus und entführten den quasi aus der Demo. Die Demonstration kam sofort zum Stehen und wir weigerten uns, oder die Demo weigerte sich, ich muss das aus Ordnerperspektive dann schildern, die Demo weigerte sich dann weiterzugehen. Mhm. Ja, und jemand anders hat dann das Mikrofon übernommen, wie das ja halt so ist bei uns, ne? Wenn die Fahne fällt, hebt jemand anders sie auf. Und es wurde dann der Polizei relativ unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir bewegen uns keinen Schritt weiter, bevor ihr den Genossen nicht freilasst. So, das blieb dann stehen, es rührte sich erstmal nichts, die Sprechchöre liefen weiter, ja, aber es gab jetzt nicht unbedingt eine Stimmung, wo man sagen würde, jetzt knallt es hier jeden Moment, ne? Ich habe mich dann auch mit einigen von den Polizeibeamten dort noch unterhalten. Es gibt tatsächlich Exemplare, die können auch sprechen. Und die waren also relativ tiefenentspannt. Ne? Sagen, ja, das wird sich alles beruhigen. Wir gucken uns jetzt Videoaufnahmen an, ob der das gesagt hat, was er gesagt haben soll. Ja, also es ging um die From the River to the Sea Parole, ja, die also tatsächlich nicht gefallen ist, ja, sondern die wurde halt eben rückwärts herum gelesen. Es hieß dann From the Sea to the River, Palestine will live forever. So, und daran haben sie sich aber gestört. Warum sie sich plötzlich daran gestört haben, weiß ich nicht, weil die haben das schon so eine ganze Stunde lang skandiert. Ja? So, auf jeden Fall haben sie den da rausgezogen. Den jungen Mann, die Demo blieb stehen. Und es hieß, ja, wir kontrollieren das alles und dann sehen wir, wie es weitergeht. Das dauerte dann so etwa 20 Minuten und dann wurde der Genosse tatsächlich von der Polizei gehen lassen. Mhm. Ja, also wurde freigelassen. Es hieß dann aber von der Polizei, dass die Demonstrationsleitung den Genossen von der Demo ausschließt. Ja, das war falsch. Das war eine Lüge, weil das hat die Demonstrationsleitung nicht beschlossen. Ja. So, das führte dann dazu, dass sich die Temperatur in der Demo gefühlt um einige Grad erhitzte. Ja. In der Zwischenzeit hat sich das natürlich dann rumgesprochen und es ging weiter in den vorderen Bereich der Demo, die ja eigentlich schon längst weitergezogen waren. Die haben dann in der Zwischenzeit umgedreht. Ja, und sind halt zurückgekommen und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. So, die Polizei stand aber in der Mitte der Fahrbahn. Also sie standen in der Mitte der Fahrbahn und auf der rechten Seite. Ne? So, und auf der linken Seite der Fahrbahn von vorne kam jetzt auf einmal der ganze Demonstrationszug der Roten Jugend zurück. So, das führte zu der Situation, dass plötzlich Polizisten in der Demo standen. Mittendrin. Und es waren nicht wenige. Und also als Ordner versucht man dann ja immer, weil es ist ja die Aufgabe des Ordners, so die Demo vor der Polizei zu schützen. Ja,
versucht man dann immer irgendwie mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, dass sie bitte die Demo zu verlassen haben, weil die haben dann nichts drin zu suchen. Das gilt das Versammlungsrecht. Du kennst dich da besser aus. Ja, und man versucht sie dann dazu bewegen, da rauszugehen. Mhm. Sie hatten aber jetzt schon ihre Händchen angezogen, da ihre Star Wars Kostüme, ja, und fing schon an, so wilde Tänzchen zu machen, ne? So, so Bedrohungsszenarien aufzubauen. Mhm. Ne? So, trotzdem war es immer noch meiner Meinung nach relativ gut zu beherrschen, die ganze Sache. Ne? Also wir haben geredet, ich sage, ihr müsst jetzt hier raus, kommt, seht zu, dass ihr hier rauskommt. Und dann wurde es relativ schnell recht übersichtlich, unübersichtlich. Entschuldigung. Mhm. Und es gab dann die Bestrebung von einigen Demonstrationsteilnehmern, die haben gesagt, ihr Ordner, ihr kriegt das hier jetzt nicht in den Griff, wir drängen jetzt die Polizei raus. Mhm. Ja, und ja, die haben sich dann halt untergehakt und sind dann Richtung Polizei. Die Ordner, wir standen dann dazwischen und haben versucht, dann auf beide Seiten einzuwirken. Aber die Polizei hätte natürlich auch einfach sagen können, okay, wir gehen jetzt hier raus, gehen 10 Meter weiter. Das haben sie nicht getan, ja, sondern sie haben es halt auf diese Eskalation da angelegt und sind dann, als ihnen die Demonstranten zu nahe kamen, haben dann ausgeholt und sind mit Fäusten auf die Luft gegangen, ganz einfach. Okay. Ja. So, daraufhin eskalierte die Situation. Es gab auch Übergriffe von Demonstranten. Das wurde natürlich gerne in Kauf genommen, weil dann ist das ganze Ding tatsächlich dann dort explodiert. So, und ja, wie gesagt, also wenn du mittendrin stehst, sind sie auf einmal überall um dir rum. Ja, man versucht dann auch irgendwie sich selbst in Sicherheit zu bringen, weil die Situation ist dann natürlich brenzlig. Ja, die Polizei hat dann auch keine Rücksicht mehr genommen auf irgendwas oder auf irgendjemanden. Ich habe den Mann am Boden liegen sehen mit dem Schädelhirntrauma. Ja, und eine Genossin von uns war tatsächlich dort und hat versucht, erste Hilfe zu leisten, wurde massiv von der Polizei bedrängt. Ja, weil sie nicht als Sanitäterin, sie ist Krankenschwester, aber sie war nicht als Sanitäterin dort. Ja, sondern hat sich einfach nur als erste Hilfemaßnahme um diesen Mann gekümmert. Ja, Polizisten dann also auf brutalste Art und Weise dann auf diese Ersthelfer dann, ja, also von hinten am Rucksack gezogen und weggeschleudert und so. Also, ja, sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Irgendwann sind dann die Sanitäter durchgekommen, auch zu diesem einen Verletzten, haben dann sofort gesehen, und er blutet aus Ohren und Nase, also ne, möglicherweise Schädelverletzung. Und irgendwas muss jetzt hier getan werden. Der Polizei war es erstmal relativ egal. Sie wollten wohl gewinnen oder so, keine Ahnung. Ja. Sie haben sich aber dann tatsächlich irgendwann so nach 10 Minuten zurückgezogen und die gesamte, ja, Situation ist dann ruhiger geworden. Ne? So, das hat dem 65-Jährigen nicht geholfen, weil der wurde dann mit Notarzt, glaube ich, ins Krankenhaus gebracht. Ne? Gestorben ist er Gott sei Dank nicht. Ja, okay. Ja, er war aber natürlich nicht der einzige Verletzte, ja, sondern es gab auch Knochenbrüche. Ja, es lagen mehrere Menschen dann blutend auf dem Boden. Ja, Nasenbeine gebrochen, Jochbeine und keine Ahnung was, nicht noch alles. Ja, es gibt ja auch Berichte so von dem parlamentarischen Beobachter von der Partei Die Linken, die war da auch mittendrin, wie heißt der noch, Kotschak oder so, Kovac? Ferhat, Kotschak, ja. Oder Kotschak, glaube Kotschak. Ja, ja, genau so heißt er. Der war da nicht weit entfernt, der hat das im Prinzip genauso geschildert wie ich eben. Mhm. Ja, und also es war letzten Endes ein unprovozierter Übergriff auf den Demonstrationszug aufgrund von Lügen, wie sie nachher auch selbst zugeben mussten. Der Genosse, mit dem es losging, konnte nachher tatsächlich, nachdem sich alles wieder beruhigt hatte,
an der Demo teilnehmen, hat auch teilgenommen und hat dann nochmal reiteriert und gesagt, ja, sie haben alles fallen lassen, weil nichts an dem dran war, was sie ihm vorgeworfen hätten. Und dass es auch eine Lüge gewesen sei, dass die Demonstrationsleitung ihn aus der Demo ausschließen wollte. Es war also mal wieder eine bewusst herbeigeführte Eskalation, um wahrscheinlich diese Bilder zu erzeugen, ja, dass gerade aus dem Palästina-Block heraus jetzt Gewalt angewendet wird und so weiter und so fort. Ja. Passt zumindest gerade ein bisschen in das Bild, was man seit dem 7. Oktober hier in der Presse ja vermittelt, ja. Ganz genau, ganz genau. Und das passt natürlich auch dann so in dieses Bild vom reaktionären Staatsumbau, ja, da haben wir ja eingangs kurz drüber gesprochen. Genau, kannst du ja gerne jetzt noch ein bisschen ausführen, da wolltest du ja noch ein paar Literaturhinweise, ja, sag ich mal, geben, ne? Ja, genau. Also es gibt bei uns in der Partei eine Arbeit, die heißt Reaktionärer Staatsumbau. Da geht es halt darum, nicht nur, wie die Polizei gestärkt wird oder so, sondern es geht im Prinzip um die Analyse eines oder des bürgerlichen Staates, seiner zwei Instrumente, die er hat, ja, Integration und Repression. Und wie halt das eine von dem anderen jetzt abgelöst wird über die letzten 30 Jahre. Ne? Ich kann dir nachher den Link schicken dazu. Es ist eine interessante Arbeit, es ist jetzt nicht zu viel zu lesen. Ne? Aber ja, da geht es halt eben darum, wie halt Bilder geschaffen werden, auch durch diese Aktionen, durch solche Polizeiaktionen, die dann von den Medien aufgenommen werden können, die dann genutzt werden können, um Gesetze zu verschärfen, um neue Polizeigesetze einzuführen, Präventivgewahrsam und so weiter und so fort. Also es ergibt sich dort so ein holistisches Gesamtbild, was dort im Prinzip dann angerichtet werden muss, ne? Oder angerichtet wird. Ja. Genau, also den Link können wir auf jeden Fall. Wir haben wir jetzt praktisch hier das Trio Infernal und können dann das auf jeden Fall in die Videobeschreibung noch packen. Schick's uns gern, kein Problem. Können wir auf jeden Fall, haben wir da auf jeden Fall noch, kann das jeder noch mal ein bisschen genauer nachlesen, was sich die DKP da überlegt hat. Ich hätte jetzt noch was, vielleicht einen kleinen Antirepressionsnachtrag, aber hast du jetzt erstmal noch was zum Demo-Geschehen oder der Repression vor Ort? Was noch ganz interessant wäre, die Verletzten praktisch, die sind jetzt zumindest erstmal, da ist jetzt erstmal nichts Schlimmeres passiert, wenn ich es jetzt, das war ja wirklich alles ein bisschen brutal, war es ja offensichtlich, auch mit den entsprechenden Verletzungen so, aber gut. Nee, aber möchtest du da noch was ergänzen oder? Nö, also da kann ich nichts ergänzen. Es gibt die üblichen Verletzungen, ne? Reizgaseinwirkungen, Knochenbrüche und so weiter. Und du sagst jetzt, boah, ist alles nicht so schlimm. Ich glaube, für denjenigen, so hast du nicht gemeint. Nee. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Aber es gab keine Toten, das ist richtig. Oder jetzt schwerste Behinderung oder ähnliches, was man da so mitnehmen kann. Ich finde auch nochmal wichtig, in dem Zusammenhang nochmal den Punkt zu machen, den ich jetzt hier schon ein bisschen angerissen habe, weil man merkt ja auch an dem, was du berichtet hast, dass so eine Situation auch, selbst wenn man sich ganz staats- und rechtskonform auf so eine Demonstration, wenn man sich da ganz rechtskonform verhält, dass man da trotzdem in so einen Strudel, so eine Gewaltsituation, Polizeigewaltsituation wie zufällig da halt reinrutschen kann. Ich denke nicht, dass, wie du sagst, der 65-Jährige da ein Interesse dran hatte, als er zu dieser Demo dahin gegangen ist. So von wegen auch nochmal, das ist ja klar, das sind immer so dieselben, die sich da kloppen, die auf Gewalt aus sind und die Polizei, erstens hast du es ja dargestellt, wie es war, und zweitens kann man halt sagen, da kann man auch mal schnell in eine Situation geraten, wo man auf einmal Gegenstand einer Polizeimaßnahme ist und das Einhergehende ist, insbesondere wenn man dann vielleicht mal noch versucht, da sich irgendwie der Sache habhaft zu werden. Nennen wir es mal so, hat man dann auch schnell möglicherweise eine Anzeige wegen Widerstandes oder tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Und in dem Zusammenhang halt wirklich nochmal auch der Hinweis, auch wenn es die Zuseherschaft sicherlich weiß, aber wenn man dann festgenommen wird oder ähnliches, Schnauze halten, sich an die Rote Hilfe wenden, und dort gucken, dass man dort Hilfe findet, um sich dann entsprechend gegen die
Konsequenzen, die sowas hat, dann auch zur Wehr zu setzen. Das ist vielleicht noch mal ein wichtiger Punkt. Ja. Also es gibt für jede linke Demo immer eine Telefonnummer vom sogenannten Ermittlungsausschuss der Roten Hilfe, die herausgegeben wird, an die man sich im Falle einer Implikation mit dem Polizeiapparat dann wenden kann oder soll. Ja. Und wenn man in diese Situation kommt, ist es natürlich wichtig, dort erstens, so wie du sagst, die Klappe halten, also das Wichtigste, was man sagt, oder das Einzige, was man sagt, ich verweigere die Aussage. Ja, und das Zweite, ich möchte einen Anwalt. Ja, das ist halt so. Ne? Ja. Und es gibt von der Roten Hilfe dort eine sehr gute Broschüre, die heißt Was tun, wenn es brennt? Ja, die ist sehr bekannt. Die ist auch auf der Webseite von der Roten Hilfe, glaube ich, zum Download bereit. Okay, ja. Da steht im Prinzip ganz genau drin, wie man sich verhalten soll, auch im Falle von Hausdurchsuchungen oder so. Das passiert ja auch leider immer wieder gerne. Ja. Gehört in jeden gut sortierten Haushalt, wie Daniel hier immer sagt, wenn es um diese, ja, ist auch richtig. Ja. Okay, ja gut, dann meine ich, hätten wir alles, was wir an Inhalten zusammentragen wollen, hätten wir gesagt, du schickst uns nochmal den Link. Gerne. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du zum Gespräch dabei warst, uns das berichten konntest. Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal noch alles Gute und wir sehen uns bestimmt mal bald wieder. Gerne. Tschüss. Jo, tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.